Am Mittwochvormittag ereignete sich in Rüppershausen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 87-Jähriger befuhr mit seinem Hyundai die K33 von Erndtebrück kommend in Richtung Rüppershausen. Am Ortseingang von Rüppershausen geriet er auf einer Gefällstrecke aus bisher ungeklärter Ursache nach links in die Leitplanke. Von dort aus fuhr er geradeaus weiter, durch einen Vorgarten, riss Mauern und Zäune um und prallte dann mit voller Wucht in den Eingangsbereich eines Wohnhauses. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde der 87-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in das Siegener Jungstilling-Krankenhaus geflogen. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten polizeilichen Schätzungen mit etwa 15.000 Euro angegeben.